Willkommen zum Orient Express aus Istanbul. In Istanbul kann man sehr leicht schöne, spannende Abende verbringen. Und zurzeit kann man sogar, wenn man es denn will, einen echt bayerischen Abend, einen bayerisch-türkischen Abend, fast im Loden sozusagen, haben, nämlich hier im Suray Passage. Hier spielt heute Abend die Unterbiberger Hofmusik, die es sogar in die türkische Zeitung geschafft hat. Die Unterbiberger Hofmusik macht zurzeit eine ganz besondere Musik, ein Mix aus bayerischen und türkischen Klängen. Und den wollen wir uns jetzt anhören. Bava Turka, türkische Reise, so der Titel der jüngsten CD der Unterbiberger Hofmusik, die in Bayern schon lang kein Geheimtipp mehr ist. Was das Ehepaar Irene und Franz Himsel mit seinen Musikern bietet, ist ein Klangabenteuer. Zwischen bayerischen und türkischen Tönen, zwischen Volksmusik, Jazz, Blues und Latin Music. Kurz, Crossover mit einem Schuss, Tausend und einer Nacht. Der Weg zu diesem besonderen Mix aus Tradition und Moderne, aus Voralpenland und Anatolien aus. Ja, das gibt's so lang, seit ich meine Frau geheiratet habe, und das ist schon ziemlich lange her. Aber so ein bisschen in der internationalen Form oder zumindest mit Jazz gemischt seit 15 Jahren. Ein gewisser Claudio Roditi aus Brasilien war da ganz wichtig. Wir haben dann verschiedene CDs gemacht. 6 und die 7, da haben wir uns einfach mit dem Thema türkische Musik auseinandergesetzt. Schwarzes Meer sei nicht so grau, so rette mich aus meiner Not. Schwarzes Meer sei nicht so grau, so rette mich aus meiner Not. Mein Anschluss ist daher gekommen, dass ich mit den Schülern, die ich sozusagen in der Schule unterrichtet habe, ich war also in der letzten Zeit 8 Jahre in einer Realschule, wo viele türkische Kinder sind, und wollte mit ihnen türkische Lieder machen. Und ich habe es dann immer probiert. Die Kinder haben das nicht angenommen, die haben einfach das nicht gewollt. Sie haben gemeint, da ist irgendwo ein Trick dabei oder was. Aber es ist Folgendes passiert, dass ich am Nachmittag in einer bestimmten Zeit immer die türkischen Lieder geübt habe. Und dann geht die Türe zweimal auf im Musiksaal und wieder zu und wieder auf und wieder zu. Und dann irgendwann kommt die Putzfrau rein und sagt, woher wissen? Dann sage ich, Zettel. Und dann singt sie mir vor, wie das gehört. Und okay, dann nächste Woche drauf ist sie wiedergekommen und hat noch 2 Kolleginnen mitgebracht. Dann waren wir schon zu viert und haben türkische Lieder gesungen. Es war ein wahnsinniger Spaß, aber auf der anderen Seite für mich eine Erkenntnis, dass man sagt, man muss da weitermachen. So bekommt der Begriff Heimatmusik vor der Kulisse Istanbuls für die Unterbiberger Hofmusik eine ganz eigene Bedeutung. Das war's vom Orient Express aus Istanbul, diesmal mit ein bisschen Bayern vom Bosporus. Bis bald!